Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Chris The Rock, dem stärksten Bio-Eiweiß-Lieferanten und Gründer von Rocksports. Herzlich willkommen zu einer heute für mich sehr, sehr emotionalen Ausgabe. Es ist kein klassischer Podcast, denn wir haben uns entschieden, dass wir auch die Videokamera mitlaufen lassen. Das heißt, solltest du das Ganze im Podcast hören, aber live und in Farbe sehen wollen, dann schau einfach vorbei auf Social Media bzw. auf unserer Webseite rock-sports.at, da findest du das Ganze dann in Videoform. Aber ich glaube, es ist auch im Podcast hörenswert. Um was geht es heute? Es ist heute, an dem Tag, an dem wir das aufnehmen, der 1. April 2022. Kein Scherz. Und heute vor 10 Jahren, genau heute vor 10 Jahren, habe ich den Gewerbeschein für Rocksports gezogen. Das heißt, das war der Start von dieser ganzen Rocksports-Geschichte. Und ich merke jedes Jahr, wenn man wieder bei Rocksports, wenn es um den 1. April geht, dass man und wir da wieder eine feine Geburtstagsaktion machen, naja, dass da dann immer wieder die Fragen kommen, wie ist denn das damals entstanden, wie bist du denn auf diese Idee gekommen und wie ist das alles mit den ganzen Produkten zustande gekommen und so weiter. Das heißt, die Fragen, die wiederholen sich dann immer und gerade jetzt zum 10-jährigen Jubiläum umso mehr. Und daher habe ich mich entschieden, ich rolle mal die letzten 10 Jahre auf, schau mal, was alles passiert ist. Und ich war ehrlicherweise selbst sehr überrascht. Ich habe mir da übrigens einen Schummelzettel geschrieben, weil sehr, sehr viele Dinge da drauf ich gar nicht mehr gewusst habe. Erst als ich das wieder gelesen habe, im Kalender durchgeschaut habe, was da alles passiert ist, ist mir das wieder bewusst worden. Und da trifft wieder das Sprichwort zu, wir überschätzen das, was wir im Laufe eines Tages schaffen, aber wir unterschätzen das, was im Laufe eines Jahres oder vielleicht im Laufe von 10 Jahren passieren kann. Ist unpackbar. Ja, und ich möchte mit dir heute gemeinsam eine kleine Reise machen, aus dem Jahr 2012 bis heute. Und meine wichtigsten Learnings, die wichtigsten Steps bei Rocksports und alles, was irgendwie dahinter steht, mit dir teilen. Und dann kann ich hoffentlich die meisten der Fragen, die ich regelmäßig bekomme, nicht nur für die Fragenden beantworten, sondern vielleicht auch für die ganze Rocksports-Gemeinde, die sagen, hey, ich möchte irgendwie ein bisschen mehr wissen, was denn da dahinter passiert. Ja, und ich schlage vor, wir starten direkt los. Wie gesagt, ich habe mir da eine kleine Schummelliste geschrieben. Wir werden sicher nicht alles im Detail machen, aber die wichtigsten Punkte, wo ich selbst dann teilweise Gänsehaut kriege, wie geil das ist, taugt mir extrem. Richtig, richtig cool. Und ich möchte natürlich dazwischen auch immer diese kleinen Learnings, die für mich persönlich ganz essentiell waren, mit dir teilen. Ja, wir schreiben das Jahr 2012. 1. April. Warum 1. April? Nein, wir starten noch vorher. Also wie gesagt, das ist alles nicht einstudiert, sondern ich gehe da jetzt selbst auf eine gedankliche Vergangenheitsreise. Damals, vor dem Jahr 2012, also bevor ich Rocksports gegründet habe, war ich schon Kraftsportler. Habe immer schon das Bodybuilding und Kraftsport geliebt, genauso auch wie heute. Und ja, irgendwann kommt man an diese Stelle, wo man sagt, okay, reines Training reicht nicht mehr. Ich muss mich schon ein bisschen um das Thema Ernährung auch kümmern. Und wenn man sich ums Thema Ernährung kümmert, dann kommt dann in der Regel auch das Thema relativ schnell, das Thema Protein bzw. Eiweiß zutage. So, ich habe dann damals alle möglichen Eiweißpulver aus Amerika, aus Deutschland, aus Ungarn, wo auch überall die Sachen herkommen, durchprobiert, getestet und ja, am Anfang wenig bis gar nicht auf die Zutaten geschaut, sondern einfach die Marken gekauft, die damals präsent waren. Nenne da jetzt keine Namen, weil es auch völlig egal ist. Ich habe aber dann über die Jahre gemerkt, dass diese Sportnahrung irgendwie mir nicht so gut tut, im Sinne von Verdauungsthemen, im Sinne von Hautunreinheiten. Da hat man dann einfach gemerkt, okay, irgendwie taugt es dem Körper nicht so. Ja? Und dann habe ich mir halt Gedanken gemacht, okay, habe dann sukzessive auch bei meiner täglichen Ernährung, bei den Lebensmitteln auf die Qualität geschaut und so weiter. Und habe mir dann irgendwann einmal die Frage gestellt, Chris, jetzt bist Kraftsportler, du ernährst dich sauber und dann haust du auf gut Deutsch gesagt irgendein Zeugs rein, wo du keine Ahnung hast, wo das genau herkommt. Das sind irgendwelche Zutaten in der Zutatenliste, die du manchmal sogar nicht einmal kennst und oftmals aus künstlichen Aromen, Süßungsmitteln, Geschmacksverstärker und so weiter entstehen oder bestehen. Und das hat irgendwie für mich kein Bild ergeben und hat dann gesagt, okay, eigentlich macht das nicht wirklich Sinn. Ich begebe mich einmal auf die Suche am Markt, ob ich da vielleicht irgendeine natürliche Variante finde im Sinne von keine Farbstoffe,
keine künstlichen Aromen, keine Süßungsmittel und so weiter. Vielleicht sogar ein bisschen was im Bereich Bio. Ja, aber da habe ich nichts finden können, leider. Oder eigentlich Gott sei Dank, denn daraus ist dann einmal irgendwie die grobe Idee zu Rocksports entstanden. Wobei Rocksports da noch gar nicht zum Gespräch war, sondern mein Traum war immer die Selbstständigkeit. Ich wollte immer irgendwie was Eigenes kreieren. Und ja, das war irgendwie so schon einmal die Richtung. Das heißt, es war mir nicht von Beginn an klar, dass ich dieses Unternehmen gründen möchte, aber ich habe irgendwie schon gewusst, okay, da gibt es etwas, das mir Spaß macht und vielleicht kann man ja irgendwas draus machen. Das war die Idee. Ja, und was macht man dann, wenn es einmal so eine grobe Idee geht? Man spricht mit Leuten und so weiter. Und wenn ich da jetzt zurückdenke, bin ich verwundert, dass ich dann trotzdem mit Rocksports gestartet habe, weil ich kann mich an viele Gespräche erinnern, die so oder so ähnlich gelautet haben, naja Chris, schau mal, es gibt so viel Eiweißpulver am Markt, was willst du jetzt mit dem 778. Eiweißpulver, was willst du da jetzt machen? Das heißt, eher abratend von dem ganzen Thema. Und ja, aber irgendwie hat mir das Thema nicht loslassen. Ich schätze, das war dann 2011, wo das dann immer konkreter geworden ist und ich gesagt habe, irgendwie, die Idee lässt mich nicht los. Und dann hat mich damals auch so ein Zitat immer bewegt und das sagt irgendwie, ich kann es jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, aber so auf der Art, wir bereuen immer das, was wir nicht getan haben und nicht das, was wir getan haben. Und ich wollte mir nie vorwerfen, dass ich dann irgendwann, wenn ich mit 90 im Café meines Vertrauens sitze, mir einen herrlichen Espresso gönne, dass ich dann zurückdenke und sage, was wäre gewesen, wenn ich damals dieses Unternehmen gegründet hätte? Was wäre da passiert? Das will ich mir nie vorwerfen. Ich will die Dinge, wo ich einfach merke, da hängt mein Herz dran, das will ich einfach probieren. Und im schlimmsten Fall wird das Ganze nichts und ich habe zumindest Learnings daraus gezogen, die ich vielleicht in einem nächsten Projekt etablieren kann. Das heißt, das war damals schon, das war damals irgendwie dann dieser Gedanke, der mich gezogen hat. Und ich habe dann trotzdem gegründet, obwohl ich einige Menschen gehabt habe, die mit denen ich da auf Augenhöhe geredet habe, aber die dann eher gesagt hat, nein, sie würden das eher nicht probieren. Das Geile war, ich habe von Beginn an von meiner Family immer den Rückhalt gehabt. Ich glaube, sie haben nicht immer gewusst, was ich da vorhabe, aber sie haben mich immer unterstützt und rückblickend gesehen, einfach sehr, sehr geil. Auf alle Fälle war das dann 2011 und ja, dann ist das Jahr 2012 gekommen und dann habe ich gesagt, so, jetzt machen wir Nägel mit Köpfe. Jetzt machen wir das wirklich offiziell. Und ich habe ja am 2. April, sprich morgen, heute ist ja der 1. April, am 2. April Geburtstag. Und damals habe ich mir gesagt, hey, bevor ich 25 Jahre alt wäre, werde ich noch meine Firma gründen. Das heißt, ich bin dann am 1. April, genau einen Tag vor meinem Geburtstag, zum Gewerbeamt gelaufen, habe den Gewerbeschein gezogen, dass ich eben vor meinem vollen nächsten Geburtstag nur selbstständig bin. Das war einfach nur ein Ego-Ding, aber irgendwie ist es eine coole Geschichte jetzt, ja. Und das hängt damit zusammen eben, 2. April ist mein Geburtstag, 1. April ist quasi der Rocksports Geburtstag und deshalb hängt es auch so knapp zusammen. Das ist eine coole Geschichte, jetzt rückblickend gesagt. Ja, das Spannende war damals, also die Firma war dann gegründet, dass ich eben nicht von Beginn an zu 100% bei Rocksports war, sondern ich habe damals zu dieser Zeit hauptberuflich gearbeitet an der Fachhochschule in Steyr. Eine richtig geile Zeit mit richtig tollen Leuten. Ich habe da Freunde fürs Leben kennengelernt. Habe dort in der Logistikforschung gearbeitet, da haben wir nationale und internationale Logistikprojekte gemacht. Ich habe dann auch schon die ersten Vorlesungen, die eigenen, im Studium durchgeführt und habe dann parallel auch noch selbst studiert. Das heißt, ich habe berufsbegleitend, nennen wir das, den Bachelor und das Masterstudium nachgeholt. Das heißt, neben einem hauptberuflichen Job, und ich war immer sehr, sehr ehrgeizig in dem Bereich, das heißt, es waren sicher 50 Stunden plus, habe ich dann eben berufsbegleitend, das sind dann im Grunde Vorlesungen, die freitags und samstags jede Woche sind. Das heißt, du arbeitest Montag bis Freitag und Freitag am Abend und Samstag ganztags ist dann das Studium. Und das hat in Summe 5 Jahre gedauert. Und dazu parallel habe ich dann eben Rocksports gegründet. Und wenn ich mir das jetzt rückwärts denke oder rückblickend denke, du hast mehr wie Vollzeit gearbeitet, du hast studiert und trotzdem hat man die Zeit dann noch gefunden, dass ich die Firma Rocksports gründe. Und wenn ich mich so zurückerinnere, ich kann mich an keinen Moment erinnern, wo ich irgendwie keine Energie mehr gehabt hätte. Und das ist für mich einfach wieder so ein Zeichen, wenn du etwas findest, für das du brennst, das wirklich dein Baby ist,
dann kannst du einfach Energie mobilisieren. Das ist unglaublich. Wenn du jetzt denkst, sagen wir mal 50 Stunden Arbeit, ja, das ist jetzt okay, sage ich einmal, und dann ist Freitag, Samstag, ganztags in der Regel weg, weil dann eben dort noch Studium ist, dann bleibt im Grunde noch als einzelner freier Tag der Sonntag übrig. Ansonsten kannst du nur immer am Abend arbeiten. Und das habe ich damals so gemacht. Und ja, also wenn ich jetzt rückblickend denke, dann ist das für mich gar nicht mehr so einfach vorstellbar. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wenn du etwas hast, wofür du brennst, dann ist es einfach deutlich leichter, Energie aufzuwenden. Und dann gehen die Dinge förmlich wie von alleine. Ja. Und das war richtig, richtig cool. Und ich habe damals den Job auch noch gebraucht, weil, und jetzt kommen wir direkt einmal zu Rocksports, dadurch, dass ich wir ausschließlich Zutaten aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft verwenden, sind wir einfach in einer Preisregion bei den Rohstoffen, die ja teilweise furchtbar sind im wirtschaftlichen Sinne. Und dementsprechend, ich habe weder reich geerbt oder habe irgendwas geschenkt bekommen. Dementsprechend habe ich mir das alles erarbeiten müssen und habe im Grunde das, was ich verdient habe, und habe nebenher auch noch Privatprojekte gemacht, Beratungsprojekte, und habe halt alles, was ich da verdient habe, in Rohstoffe investiert, in das Corporate Design von Rocksports und so weiter. Das heißt, das ganze Geld ist im Grunde eins zu eins in den Rocksports reingelaufen. Und das habe ich aber gebraucht, weil ich habe jetzt nicht das großartige Ersparte gehabt, beziehungsweise wie gesagt auch nichts Großartiges geerbt oder irgendwie geschenkt bekommen. Dementsprechend war das der Startpunkt damals. Und das habe ich viele, viele, viele Jahre gemacht. Das heißt, parallel zum Hauptberuf, parallel zum Studium die Firma geführt und Rocksports Stück für Stück aufgebaut. Ja, und dann war es eben soweit, 2012, und ich habe extra aus dem Rocksports Museum die allererste Proteindose mitgebracht. So hat es früher dann ausgeschaut. Solltest du das Ganze im Podcast hören, eine knall hellgrüne Dose. Damals war das cool, jetzt schaut es eher so aus wie so ein Apothekenprodukt, aber ich finde es einfach lustig. Und habe dann eben 2012 war das erste Mehrkomponenten-Bio-Eiweißpulver am Markt. Ziemlich, ziemlich geil. Und das Spannende, und jetzt kommen wir gleich zum zweiten Learning, ist, ich habe mir damals gedacht, okay, jetzt habe ich das beste Mehrkomponenten-Bio-Eiweißpulver am Markt. Frei von künstlichen Aromen, Süßungsmitteln und so weiter. Jetzt müssten doch eigentlich jeden Moment die ersten Kunden anklopfen, anrufen und um dieses Produkt bitten. Das ist leider nicht passiert, wie du dir vielleicht denken kannst. Das war damals schon mein erstes wirtschaftliches Learning. Du kannst das beste Produkt haben. Wenn es niemand kennt, wird es da keiner abkaufen. Und das ist ja schon einmal ein Learning. Das heißt, du brauchst einfach gerade in Zeiten wie diesen ein Marketing, dass du einfach die Vorteile deines Produktes durch den ganzen Nebel des Marketings aller anderen Produkte irgendwie durchstichst, dass die Menschen auch das Ganze erfahren, was du da Schönes machst. Ja. Das ist für mich ein großes Learning gewesen. Denkt man sich jetzt im ersten Moment, ja, das ist ja eh klar. Für mich war es das damals nicht. Was noch spannend ist, bevor überhaupt die erste Dose Rocksports Biosportnahrung am Markt kommen konnte, musste ich ja mal die ganzen Bio-Rohstoffe besorgen. Das habe ich mir da extra aufgeschrieben. Und als ich damals dann die ersten Angebote einholen wollte von Rohstoffhändlern, die haben teilweise mir nicht einmal geantwortet. Das heißt, ich habe nicht einmal Rückmeldungen bekommen. Zum Beispiel, ich möchte bei Ihnen so und so viel Kilo Biomilch-Eiweiß kaufen. Oder Bio-Bananenpulver beispielsweise. Ein paar so Zutaten, die wir da verwendet haben. Und das sind teilweise nicht einmal Antworten zurückgekommen. Das heißt, ich bin einfach nicht ernst genommen worden. Das heißt, die Firmen haben verlangt, dass man einfach, wenn man dort bestellt, quasi schon einen gewissen Track Record hat und nachweisen kann, schau her, da gibt es schon gewisse Umsätze, gibt es schon ein bisschen was, was man verkauft hat, dementsprechend, dass auch ein Kapital da ist und das Risiko nicht besteht, dass da irgendein ein Zahlungsausfall für die passiert. Ne? Das heißt, damals haben wir schon tricksen müssen und habe dann mich als Firma einer ja, mittlerweile Geschäftspartnerin ausgegeben. Und dadurch haben wir es dann geschafft, dass wir dann einmal erste Angebote bekommen haben, dass wir überhaupt einmal das Produkt produzieren haben können. Ja. Also das war ganz, ganz lustig. Und ist einfach, da merkt man wieder, als wenn du wirklich von null auf startest, du wirst nicht einmal ernst genommen. Das heißt, wir haben uns da einfach am Anfang ein bisschen faken müssen, dass wir einfach eine große GmbH sind, die wir zu dem Moment natürlich noch nicht waren. Aber das hat dazu geführt, dass wir zumindest einmal ein Angebot bekommen haben, und auf dieses Angebot aufbauend haben wir dann die Rezeptur entwickelt und haben wir dann im Grunde
bei einer Lohnabfüllungsfirma unsere eigenrezeptionierten Produkte abfüllen lassen. Und so ist damals der Startpunkt gewesen für unser Bio-Eiweißpulver. Es war damals in zwei oder drei Geschmacksrichtungen, das habe ich gar nicht recherchiert. Das war damals unser allererstes Produkt, nur Bio-Eiweißpulver, sonst nichts. Ja, und das war im Grunde der Startpunkt. Dann haben wir im Grunde ein volles Lager gehabt. Damals war ich noch ganz alleine. Dann haben wir ein volles Lager gehabt. Kann mich noch erinnern, das war in der ersten Wohnung, im Dachboden oben, die ganzen Proteinkisten. Und ich kann mich auch noch erinnern an mein allererstes Paket, das ich am Wohnzimmertisch gepackt habe. Sprich, im Rocksports Online-Shop ist die erste Bestellung eingegangen. Und die bin ich dann auf den Dachboden rauf, Dachboden eine Kiste von Eiweißpulver runtergenommen, habe dann diese Kiste in einen Karton verpackt, wo dann im Grunde die Bestellmenge drinnen war. Ja, und dann habe ich das Ganze händisch zur Post getragen und habe das Ganze verschickt. Und so habe ich begonnen. Das heißt, ganz, ganz Mickey Maus im Wohnzimmer mit den Produkten am Dachboden oben. Das heißt, in Wahrheit, ja, wirklich eine Wohnzimmerfirma. Und wenn wir jetzt anschauen, wie wir jetzt Pakete verpacken mit einem eigenen Team, die Post holt es mit LKWs ab, ist einfach richtig, richtig cool. Und da kann ich dir einfach nur empfehlen, wenn du etwas hast, wo du merkst, boah, ich will da irgendwas machen, ich will da irgendwas Eigenes machen, tu das bitte. Es ist so ein geiles Gefühl, wenn du einfach eine Idee, die du irgendwo im Hinterkopf herumgeisterst, Realität werden lassen kannst. Und das liebe ich auch eben bei der Produktentwicklung. Wenn du dir das Video anschaust, siehst du da zum Beispiel unsere Bio-Kaffee-Marke Don Rock, oder wir haben hier beispielsweise unsere Rock Kitchen, unser Bio-Gewürzsortiment. Das sind alles Produkte, die irgendwann einfach nur mal ein Gedanke waren, und als dann plötzlich die fertigen Produkte da standen, das war einfach ein richtig geiles Gefühl. Ja, ich schaue da mal auf meine Zauberliste, über die ich nicht was übersehen habe. Ich glaube, die wichtigsten Dinge habe ich. Auf alle Fälle, als ich dann eben gemerkt habe, dass, obwohl wir ein geiles Produkt haben, die konnten uns nicht die Tür einlaufen, dann hat man sich einfach einmal umgeblickt und einmal geschaut, okay, was sind denn die größten Messen, wo man vertreten sein kann. Und ja, damals, mittlerweile fast nicht mehr existent, die FIBO, die Fitness- und Bodybuilding-Messe, die weltgrößte Fitnessmesse, damals bis zu 150.000 Besucher in 4 Tagen, also unpackbar groß. Und da ist der kleine Chris mit einem kleinen Bus voll mit Rocksports-Zeugs nach Köln gefahren und hat sich 2015 einen kleinen Stand gegönnt. Damals um viele tausend Euro, kann ich mich noch erinnern, eine riesengroße Investition. Und dann sind wir halt da dann auf der FIBO gestanden mit einem kleinen Messestand. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, für die FIBO nicht kennen, ist im Grunde ein riesengroßes Messeareal. Und die Hauptprodukte sind eben Fitnessgeräte und das zweite natürlich Nahrungsergänzungsmittel. Allen voran Proteinpulver, Eiweißpulver. Und einfach die klassischen Eiweißpulver, die damals eben der Grund waren, warum ich Rocksports gegründet habe. Das heißt, künstliche Aromen, Süßungsmittel, Farbstoffe und Co. Das heißt, dementsprechend auch sehr, sehr viel von diesem Klientel dort vor Ort. Und ich kann mich noch an die Gespräche erinnern. So auf der Art, die sind dann bei mir am kleinen Messestand gestanden. Ich glaube, das waren so 12 oder 15 Quadratmeter, also ganz ein kleiner Messestand. Und dann stehen die Leute da und haben so meine Rocksports-Dose in der Hand und sagen, okay, Protein, das verstehen wir, Eiweiß verstehen wir, das ist klar. Aber warum Bio? Was heißt das Bio genau? Und jetzt müssen wir mal eine Zeit zurückspulen. 2012, 13, 14, 15, klar, Bio hat es schon gegeben, Bio gibt es schon ewig lange. Aber im Sportnahrungsbereich war das Thema Bio absolut kein Thema. Das heißt, ich habe da gefühlt jeden zweiten Person, die auf meinem Messestand war, erklären müssen, was Bio bedeutet. Okay, das hat was mit der Haltung der Tiere zu tun, das hat was mit dem speziellen Anbau der Pflanzen zu tun, Kreislaufwirtschaft, Verzicht auf Gentechnik, Verzicht auf präventiven Antibiotika-Einsatz und so weiter. Das heißt, da hängt ja sehr, sehr viel dran. Und zu dem Zeitpunkt, 2015, habe ich da eben tatsächlich eine Bio-Beratung machen müssen auf meinem Messestand. Ja, und über die Jahre haben wir dann gemerkt, wir waren ja mehrfach auf der FIBO,
dass das immer weniger geworden ist. Das heißt, die Menschen haben immer weniger nach dem Bio gefragt und mittlerweile heute, 2022, bekommst du nahezu bei jedem Discounter tatsächlich gute Bioprodukte. Nicht alle, aber großteils sind geile, coole Bioprodukte. Das war 2012 nicht der Fall und 2015 auch noch nicht. Es hat ganz, ganz langsam ins Wachsen begonnen und gerade im Sportnahrungsbereich hat es das Thema fast gar nicht gegeben. Und dementsprechend hat sich schon einmal extrem viel getan. Ja, und durch die FIBO sind wir dann plötzlich nicht nur in Österreich unterwegs gewesen, sondern eben auch in Deutschland. Und ja, und dann hat etwas begonnen, das für mich zu Beginn sehr, sehr schwer zu verdauen war. Und zwar, damals hat man dann schon neben unserem Proteinpulver auch unseren Proteinporridge am Markt, sind unsere feinen Bio-Haferflocken mit unserem Bio-Protein-Vanille vermengt, mit einem doppelt so hohen Eiweißgehalt, war richtig und ist nach wie vor ein richtig geiles Produkt, extrem beliebt bei uns in der Rocksports-Gemeinde. Ja, und auf alle Fälle, das, was passiert ist, ich habe dann gemerkt, dass ein ganz großes Unternehmen am Markt, das sich mittlerweile umbenannt hat, aber es tut auch nichts zur Sache, wer das ist. Auf alle Fälle, die haben dann nicht nur unser Proteinpulver kopiert, sondern sind dann auch beim Proteinporridge übergegangen, 1:1 Kopie, ist weitergegangen, als wir dann den Schokorock auf den Markt gebracht haben, das ist unser Protein-Haselnusscreme, auch die wurde kopiert. Das heißt, plötzlich hat man gemerkt, als wir ein bisschen in die Sichtbarkeit gekommen sind, dass wir kopiert worden sind von den Großen. Dann habe ich gemerkt, boah, scheiße, was kann ich da jetzt machen, wenn die einfach unsere Produkte kopieren und der kleine Rock aus dem Mostviertel in Niederösterreich, irgendwo am Land, der kann nicht gegen die große investorengestützte Bude irgendwie anstinken. Und ich habe mich dann wirklich gefragt, ja, wenn die das alles kopieren, dann kann ich in Wahrheit zusperren. Ne? Und da habe ich dann aber irgendwie gemerkt, okay, auch vom Feedback der Kunden, irgendwie, klar, die Leute sagen, geiles Produkt, Chris, ist cool, aber sie haben sich auch immer wieder auf mich referenziert als Personenmarke. Und da habe ich dann gemerkt, okay, die großen Firmen, die können alles von uns kopieren. Das ist ja auf der einen Seite ja schmeichelhaft, dass man so eine kleine Mickey-Maus-Firma, wie es Rocksports war und nach wie vor, wir sind ja noch immer keine Riesenfirma, dass die kopiert wird von diesen großen, marktführenden Firmen. Das ist immer richtig geil. Und auf der anderen Seite, die können noch so viele Produkte kopieren, aber sie können eben den Chris, der dahinter ist, nicht kopieren. Du kannst Red Bull kopieren 1:1. Du kannst Coca-Cola kopieren 1:1. Du kannst ja Lebensmittel oder Rezepturen per se ja nicht patentieren lassen, unter Anführungszeichen, sondern im Grunde, die kannst du nur versuchen, geheim zu halten. Ja, aber wenn du da Coca-Cola nachmachst, das, was du nicht nachmachen kannst, ist einfach die Brand, die Marke, die dahinter steht. Oder vielleicht auch die Personenmarke bei anderen Firmen. Und das war dann für mich sozusagen das Learning, wo ich gemerkt habe, okay, Produkte werden immer wieder kopiert werden und es ist auch nachher noch in Summe, ich glaube, ich habe sie aufgeschrieben, mittlerweile 8 1:1 Kopien, die es, ich weiß nicht, ob es das noch immer gibt bei den Mitbewerbern. Das heißt, da ist schon fleißig kopiert worden. Aber jetzt, mittlerweile sehe ich das ganz entspannt, ich sehe es als Kompliment und ich sehe es auch so, wenn du kopierst, wenn du jemanden anderen versuchst zu imitieren, wirst du immer nur an zweiter Stelle sein. Du wirst immer nur in die Fußstapfen treten, aber damit du in die Fußstapfen treten kannst, muss der, dem du nachläufst, immer wieder einen Schritt vor dir sein. Und dementsprechend war das dann für mich sogar cool, dass ich gesagt habe, lass sie kopieren, ist fein, ist cool. Erstens mal weiß ich, dass da dann auch die glauben, das ist das Richtige, die richtige Richtung. Und auf der anderen Seite, ja, werde ich immer einen Schritt voraus sein. Und das war tatsächlich der Fall und das war für mich dann eben das Learning, wo ich gesagt habe, gut, lass sie kopieren, wir starten weiter. Ja, und dann ist im Grunde die Produktentwicklungsmaschinerie losgegangen. Das ist unglaublich. Wenn ich da jetzt zurückschaue, mittlerweile ist unsere Bekleidungskollektion schon ausverkauft. Das heißt, die haben wir nicht mehr im Sortiment. Aber wenn wir da jetzt alle Produkte zusammenzählen, jetzt abseits von der Sportbekleidung, da sind wir weit über 50 Produkte, die wir mittlerweile haben. Wir haben alleine über 30 verschiedene Bio-Gewürze, Gewürzmischungen. Wir haben 6 verschiedene Proteinpulver-Geschmacksrichtungen. Wir haben 2 Bio-Kaffee-Mischungen von Don Rock, Delicatamente Muscolare. Wir haben 3 verschiedene handgemachte Bean-to-Bar-Schokoladen. Wir haben unglaublich, was da alles dazugekommen ist. Das heißt, da habe ich im Grunde mir bei Rocksports, und das ist jetzt die Antwort auf die Frage, wie kommst du auf die ganzen Produktideen, ich habe im Grunde all diese Produkte für mich selbst entwickelt.
weil ich die im Alltag alle in Verwendung habe. Natürlich nicht alle Produkte jeden Tag, aber im Jahresschnitt gesehen habe ich alle Produkte immer im Einsatz. Das heißt, ich habe mir die Produkte entwickelt, die ich mir selbst immer gewünscht habe. Ich wollte ein Eiweißbrot haben, das richtig geil schmeckt und das auch so schön auch zu unserer Brotkultur im Mostviertel, wo ich geboren bin, passt, wenn ich da zum Bauern gehe und mir ein frisches, schweres, geiles Bauernbrot hole mit einer knackigen Kruste, das richtig gut sättigt, genauso sollte mein Eiweißbrot schmecken. Und dann wollte ich, so wie früher als Kinder, haben wir Nutella-Brot gegessen, ja, dann wollte ich halt ein Nutella haben, die halt nicht so viel Zucker hat, sondern einfach mehr Eiweiß, weniger Zucker, kein Palmöl, sondern wir verwenden österreichisches Bio-Leinöl. Und so sind dann die Ideen entstanden. Das heißt, es sind alles Träume gewesen von mir selbst, wo ich gesagt habe, dieses Lebensmittel würde ich gern haben. Und das Ganze in Bio-Qualität. Genauso auch unsere Schokoladen. Könnte man sagen, naja, Schokolade ist ja keine Sportnahrung. Ich bin jetzt gerade in der Wettkampfvorbereitung für die Landesmeisterschaft. Pro Tag 800 Kalorien zu wenig, also im Defizit. Und da freut man sich dann über eine geile, zuckerfreie Schokolade. Bio-Qualität, ohne Aromen. Mit einem Haufen Eiweiß, knapp 25% Eiweiß. Das ist einfach geil. Würde man sagen, hey cool, ich kann trotzdem mehr Schoki futtern, obwohl ich in der Diät bin. Und so sind im Grunde diese ganzen Produkte entstanden. Und ich habe auch auf unsere Ideenliste geschaut, die ist noch verdammt lange. Dementsprechend, da wird noch sehr, sehr viel kommen. Und auch unsere Thermosprodukte zum Beispiel. Habe ich letztens die Frage bekommen, ja, warum hast du da so einen Essensbehälter? Was bringt denn das bitte? Wenn du auf einem Wettkampf bist, wenn du unterwegs bist und du hast diesen Thermos-Essensbehälter mit und da ist ein Porridge drinnen, der auch noch 4, 5, 6 Stunden noch schön warm ist, die neidischen Blicke, die du da erntest, wenn du da den warmen Porridge rausfuttern kannst, alleine die waren schon wert. Ja, und mittlerweile haben wir schon viele, viele Kunden beglücken dürfen damit. Ist einfach ein extrem nützliches Produkt, genauso wie die Thermos-Trinkflasche, alles aus Edelstahl. Ja, wie gesagt, das sind alles Dinge, die ich selbst in Verwendung habe. Und das soll jetzt keine Werbeveranstaltung sein, sondern ich will dir einfach nur zeigen, dass hinter jedem Produkt, könnte man eigene Rocknow-Folge oder Rockcast-Folge machen, hinter jedem Produkt gibt es eine Geschichte, hinter jedem Produkt gibt es viele, viele Ideen, die zu dem Endprodukt geführt haben. In jedem Produkt findest du literweise Herzblut von mir. Und jedes dieser Produkte verwende ich auch selbst. Wenn du mir auf Instagram, auf Facebook und Co. folgst, siehst du, dass ich die Dinge immer selbst auch in Verwendung habe. Und das ist etwas, was mir ganz wichtig ist, wo ich auch im Markt gemerkt habe, es werden viele Sportnahrungsprodukte verkauft, aber die Eigentümer, die Chefs, die Geschäftsführer oder Innen der jeweiligen Firmen sind in den wenigsten Fällen selbst richtig sportlich aktiv, beziehungsweise haben selbst tiefes Know-how. Und das ist einfach das, wo ich gesagt habe, das ist der Anspruch an mich selbst. Wenn ich Produkte verkaufe in diese Richtung, dann will ich das auch leben. Und ich will nicht nur von Diäten sprechen, sondern will das auch alles selbst durchprobiert haben. Das heißt, wenn du jemals irgendwas von einer Diät bei Rocksports liest, zum Beispiel jetzt die Wettkampfdiät, dann habe ich das alles schon selbst durchprobiert, getestet. Das sind alles ist anwendungsorientiertes Wissen. Das ist mir ganz, 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 ganz wichtig. Das heißt, nicht nur reden, sondern auch machen. Und das trifft auch aufs Unternehmertum zu. Ich höre regelmäßig, hey Chris, ja, die Idee habe ich ja schon einmal gehabt, dass ich mir so eigene Sportnahrung mache. Das wäre eine coole Idee. Ah ja, aber dann habe ich keine Zeit gehabt und so weiter. Das heißt, Ideen sind super, Ideen sind nett, aber sind in Wahrheit nichts wert, wenn du nicht in die Umsetzung kommst. Und das ist mein nächstes Learning. Wenn du eine Idee hast, wenn das Herz dabei ist, setze es um. Probier es aus. Mach es. Wie gesagt, wir bereuen immer die Dinge, die wir nicht gemacht haben und nicht die Dinge, die wir gemacht haben. Ja, so viel dazu. Und dann habe ich hier noch einen Punkt, den ich auch unbedingt sagen wollte, nicht weil ich stolz drauf bin oder freue oder irgendwie rückblickend schauen, denn es gibt auch viele Zeitpunkte, die einfach, wo es scheiße läuft, Punkt, aus, fertig. Und ich habe da zwei Beispiele mitgebracht. Das eine ist, ich habe damals mit einer Agentur zusammengearbeitet, wo ich glaubt habe, dass man da richtig, dass da Freunde sozusagen mit dabei sind, die, wo wir miteinander an dem Großen arbeiten. In dem Fall war es Rocksports und über die Jahre hat sich halt dann rausgestellt, okay, da hat es dann Geldprobleme gegeben, jetzt nicht bei Rocksports, sondern bei dieser Agentur. Und dann ist das Ganze irgendwie in Schieflage geraten. Das hat dann dazu geführt, dass wir es aber dann schlussendlich über Anwälte kommunizieren haben müssen, weil das tatsächlich dann geschäftsbedrohend war und halt einfach viele Dinge nicht gut gelaufen sind.
Und das möchte ich hier auch ganz klar platzieren, weil es einfach nicht stimmt, zumindest bei Rocksports nicht und alle Unternehmen, die ich kenne, ich habe sehr, sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer in meinem Freundeskreis, es läuft nie alles perfekt. Und das ist auch im Privatleben so, das ist immer so, es gibt kein Leben, das zu 100% alles perfekt läuft. Und genauso war es auch bei uns. Das heißt, wir haben dann einfach, ja, ich glaube, es waren so 2, 3 Jahre, ein bisschen eine Scheißzeit gehabt, auf gut Deutsch gesagt, wo einfach dann, ja, so negative Schwingungen da waren, wo man einfach gemerkt hat, okay, der erste Eindruck, und da war ich halt auch noch sehr naiv, der erste Eindruck, den man von Menschen hat, ist oftmals nicht der, den man dann auch schlussendlich hat, wenn es wirklich einmal hart auf hart kommt, vor allem wenn dann auch das Thema Geld ins Spiel kommt, kommt man dann oftmals drauf, okay, ja, die Freundschaft, die man geglaubt hat, dass man hatte, die ist dann weg. Ja, und plötzlich muss man mit Anwälten kommunizieren und so weiter, aber es hat sich schlussendlich dann alles in Wohlgefallen aufgelost. Ich bin dankbar für dieses Learning. Ich will es auch nie wieder haben, aber ich bin dankbar dafür, dass man einfach einmal sieht, okay, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt und man soll auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Und ich habe dann auch meine Naivität, dass die Leute immer gut meinen, mit mir abgelegt und bin da einfach jetzt ein bisschen kritischer. Das Bauchgefühl, lustigerweise, rückblickend gesehen, und das ist das nächste Learning. Das Bauchgefühl hat es immer gesagt, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas passt da nicht. Von Tag 1 an, irgendwas passt da nicht. Aber ich war damals noch so ein verkopfter Mensch und war nicht in der Lage, das, ich habe es schon wahrgenommen, aber ich war nicht in der Lage, das richtig zu interpretieren. Und dementsprechend, ja, ist dann daraus eine Sache entstanden, die halt ein bisschen kacke war, auf gut Deutsch gesagt. Aber wie gesagt, ich bin dankbar für dieses Learning, ich bin dankbar, dass sie dann alles so entwickelt hat, wie ich es haben wollte. Und das ist auch ein kleines Learning im Grunde. Das hat auch meine Oma schon gesagt, Buh, es kommt immer alles, wie es kommen muss. Auf Hochdeutsch, es kommt immer alles so, wie es kommen muss. Und genauso ist es, und genauso war es auch damals. Das Zweite, was passiert ist, und diese zwei Punkte haben wir einfach rausgeschrieben, das Zweite, was passiert ist, betrifft eines unserer Hauptprodukte, das Bioprotein Vanille. Im Gegensatz zu den meisten Anbietern am Markt verwenden wir ja echte Bio-Vanille. Nicht die Mexiko-Vanille, nicht die Spanien-Vanille, sondern die begehrteste Variante der Vanille am Markt. Kommt aus Madagaskar, von den Komoren. Wenn du das schon einmal probiert hast, du weißt, echte geile Vanille. Du kannst auch bei uns bei Rock Kitchen vorbeischauen, dann kannst du tatsächlich nur das Bio-Vanille-Schotenpulver dir auch sichern. Sie ist einfach unglaublich geil. Und ich würde unser Produkt nicht selber verwenden, wenn da ein Vanillearoma drinnen wäre. Das war ja damals der Hauptgrund, warum ich Rocksports gegründet habe. Ja, auf alle Fälle gab es vor einigen Jahren auf Madagaskar und auf die Komoren einen Wirbelsturm. Du kannst gerne auch in Dr. Google bemühen, da wirst du das sehen. Und die 50% der weltweiten Vanilleernte wurde da vernichtet durch diesen Wirbelsturm. Das hat dazu geführt, dass Preisexplosionen am Bio-Vanillemarkt passiert sind. Wir haben damals, dass du ungefähr ein Gefühl bekommst, 80 bis 100 Euro im Kilo fürs Kilo Bio-Vanille gezahlt. In Spitzenpreisen war man bei über 700 Euro. Das heißt, eine Ver-X-Fachung des Preises. Das hat dazu geführt, dass die Vanille, die wir im Proteinpulver hatten, obwohl es nur ein kleiner Anteil natürlich ist, teilweise dann mehr gekostet hat als der gesamte restliche Inhalt in der Verpackung. Und jetzt war natürlich die Überlegung, okay, können wir uns das irgendwie leisten, dass wir trotzdem die echte Bio-Vanille verwenden? Oder müssen wir das rausnehmen? Ein Vanillearoma war für mich nie ein Thema und dementsprechend haben wir es dann drinnen lassen. Und rein wirtschaftlich gesehen war das keine schlaue Entscheidung. Aber erstens einmal, mein Herz steht da dahinter. Das Zweite ist, bei Rocksports, das ROC steht für Rohr für Christian. Das bin ich, das sind meine Initialen. Das heißt, bei jedem Produkt steht mein Name drauf. Und ich wollte mir nicht diesen Ruf, den ich mir aufgebaut habe, und das, warum auch heute noch so viele neue Leute zur Rocksports-Gemeinde hinzuströmen, weil sie sagen, Chris, ich weiß, wenn ich bei dir was kaufe, ist kein Schaß drin, auf gut Deutsch gesagt. Du verwendest nur das, was reingehört. Und wenn ein Bildchen auf dem Proteinpulver drauf ist, dann ist die tatsächlich auch drinnen und kein Aroma oder sonstiges. Das heißt, die Leute haben sich auf mich verlassen und das wollte ich einfach nicht aufgeben. Und so ist dann dazu gekommen, dass ich trotz dieser extremen Preissteigerungen
beim Bioprotein Vanille geblieben bin. Ja, und schön langsam kommen wir wieder in einen, sagen wir mal, schwarzen Bereich. Es hat einige Jahre gegeben, wo man da ja, rote Null oder ein bisschen weniger wie rote Null ausgestiegen sind. Aber ich habe gewusst, okay, wenn der Wirbelsturm vorbei ist, wenn die Pflanzen wieder angepflanzt werden, es wird sich über die Jahre erholen. Mittlerweile ist das schon einige Jahre aus, aber schon langsam zeichnet sich eine Erholung ab. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber du siehst auch hier, gibt es einfach wirtschaftliche Herausforderungen, wo man halt dann die Entscheidung treffen muss, mache ich das, ziehe meine Sache durch, bleibe ich meinen Werten treu oder gebe ich nach des Geldes willen. Geld ist wichtig, Geld ist ganz, ganz wichtig, Geld ist eine coole und geile Sache. Aber man muss dann trotzdem immer abschätzen, wie wichtig ist es. Und in dem Fall haben wir auf viel Geld verzichtet. Aber ich bin überzeugt davon, dass langfristig das einfach wieder retour kommt. Weil ich weiß, wir haben das, was die Leute von uns erwarten. Und meinen Anspruch an mich selbst, dem bin ich einfach treu geblieben. Und das ist auch für mich eine Bestätigung gewesen, zieh die Sache durch, auch wenn es vielleicht einmal kurz- oder mittelfristig gesehen nicht so gut ausschaut. Ja, das heißt, diese zwei Beispiele sollen einfach zeigen, es läuft nicht immer alles gut, es läuft nicht immer alles perfekt. Bleib trotzdem dran. Das Leben ist eine Wellenbewegung. Genauso wie Ebbe und Flut. Das ist einfach so. Und die Sache ist einfach die, entspannt an die Sache herangehen, auch wenn es nicht ideal läuft, aber das Beste draus machen. Aufgeben ist einfach keine Option. Das heißt, wir machen sowieso weiter. Und warum soll ich dann mit negativen Gedanken weitermachen, auch wenn die Situation vielleicht scheiße ist, ich mache das Beste draus. Das ist auch ein ganz großes Learning. Ja, dann ist was Cooles passiert. Ich schaue da gerade wieder auf meiner Liste. Dann habe ich den Weltrekord aufgestellt. Ich weiß nicht, ob du das Video schon gesehen hast, du kannst gerne auf Social Media vorbeischauen, du kannst gerne auf dem Voxpots YouTube-Kanal vorbeischauen. Und zwar haben wir dann, ich glaube es war 2017 müsste das gewesen sein, oder 18, ging die Mission Skyrock über die Bühne. Das war ein Weltrekordversuch, der schlussendlich dann auch geglückt ist. Ziemlich, ziemlich geil. Ich habe ein paar Leute, die gesagt haben, puh, das würde ich nicht machen, das würde ich nicht probieren, boah. Das ist ja auch eine scheiß Idee, auf gut Deutsch gesagt. Aber aus einer Idee, aus einem blöden Schmäh, ist dann tatsächlich ein Weltrekordversuch entstanden, der funktioniert hat. Und was haben wir gemacht? Mission Skyrock. Ich bin im Grunde der erste Mensch weltweit, der sich im freien Fall einen Eiweißshake zubereitet und getrunken hat. Das heißt, ich habe mich gemeinsam mit einem zweiten Springer aus dem Flugzeug von, ich glaube, 5.000 oder 6.000 Meter rausgehauen. Es war damals, glaube ich, 1-2 Grad irgendwo da oben. Im Video sieht man mich mit kurzem Shirt, aber da oben wird man nicht kalt, weil ich habe ganz andere Gedanken gehabt. Habe mich da rausgeschmissen und dann habe ich bei ca. 220 km/h dann einen Eiweißshake zubereitet, natürlich mit Rocksports Bioprotein und den Eiweißshake dann auch getrunken bei über 200 km/h. Und das war dann tatsächlich Weltrekord. Ich kann mich noch erinnern, dann sind wir unten gelandet, dann hat der Pilot ist mit dem Flugzeug gelandet, dann ist er hergerannt und hat gesagt, Chris, war das jetzt wirklich ein Weltrekord? Ich habe dann, obwohl ich noch ein bisschen zittrig war, ja, das war ein Weltrekord. Ziemlich geil. Hat nichts gebracht, aber es war einfach eine geile Sache. Das heißt, es muss nicht immer alles mit Vernunft behaftet sein. Es war einfach eine coole, coole Sache. Ja, und Weltrekord bis heute nicht geknackt worden, lustigerweise. Ja, das heißt, der erste Mensch, der in einem freien Fall einen Eiweißshake zubereitet und getrunken hat. Das war richtig, richtig cool. Ja, das Rocksport-Sortiment ist gewachsen über die Jahre und dann habe ich einfach gemerkt, okay, ich habe eine Riesenfreude dabei, nicht nur Sportnahrung zu verkaufen, sondern eben auch das Wissen, das ich selbst gesammelt habe bei meinen Wettkämpfen. Ich lese liebend gerne Studien und setze mich einfach immer wieder mit dem Thema Ernährung auseinander, beziehungsweise generell Körper, Mindset, Regeneration, Bewegung, wie das alles zusammenhängt. Ja, und da ist dann irgendwann einmal die Idee entstanden, hey cool, ich möchte dieses Wissen mehr Menschen weitergeben. Und so ist damals dann die Idee zum Rock-Prinzip entstanden. Das Rock-Prinzip ist im Grunde unser eigenes Mentoring-Programm. Wir haben mittlerweile 25 Kunden abgeschlossen, beim Rock-Prinzip 1.0, das war sozusagen unsere erste Ausgabe.
Wir haben so geile Ergebnisse gesehen. Ich habe Freunde fürs Leben kennengelernt, wo ich einfach so eine Riesenfreude gehabt habe, weil die durch den Wissenstransfer, die Methoden, die wir beim Rockprinzip lehren, die einfach selbstständig geworden sind, unter Anführungszeichen, und einfach solche Shifts, Mindset-Shifts, wie man auf Neudeutsch sagt, hingelegt haben, wo ich einfach gemerkt habe, das ist für mich so eine Befriedigung, wo ich einfach merke, cool, ich kann mit Dingen, die für mich normal sind, unter Anführungszeichen, vielen Menschen weiterhelfen. Und das ist nicht, weil ich so super bin, aber ich habe halt bestimmte Dinge schon durchgemacht und weiß, wie die funktionieren, und dieses Wissen gebe ich halt weiter. Das ist auch der Grund, warum ich nach wie vor noch Lektor bin, weil ich einfach es liebe, dieses Wissen weiterzugeben. Ja, und das Rockprinzip ist damals eben als Online-Mentoring-Programm entstanden. Und wenn du bei Rockspots vorbeischaust, es gibt seit mittlerweile, ich glaube, 250 Wochen, jede Woche, jeden Sonntag gibt es Rock TV, ist unsere Live-Sendung auf Facebook, wo ich nichts anderes mache, als dass ich kostenlos Wissen weitergebe. Kurz, knackig, wissenschaftlich fundiert. Und das Rockprinzip ist im Grunde dann das Pendant, die Ergänzung dazu für Menschen, die sagen: Hey Chris, ich will, dass du mich begleitest. Ich will, dass du mit mir das gemeinsam machst. Und ja, wie gesagt, 25 Menschen haben wir da schon begleiten dürfen. War limitiert, das heißt, mehr als 25 haben wir auch nicht aufgenommen. Aber jetzt sind wir gerade dabei, das Rockprinzip 2.0 zu launchen, wird demnächst kommen. Das heißt, wenn du da Interesse hast, melde dich zu einem kostenlosen Erstgespräch. Da schauen wir uns an, ob wir zusammenpassen, ob wir dich unterstützen können bei den Herausforderungen, bei denen du hast. Findest du alles auf der Rocksports-Webseite. Da kannst du, wie gesagt, kostenlos das Erstgespräch buchen. Und dann schauen wir uns an, ob das zusammenpasst. Und wir begleiten dich dann 3 bis 6 Monate extrem intensiv. Und wir haben beim Rockprinzip 2.0 im Grunde alles, was wir beim 1.0er an Erfahrung gesammelt haben, eingesetzt. Und das ist x-fach tiefer, breiter, höher, stärker. Also es ist unglaublich, was da alles reingepackt ist. Wird ständig auch erweitert. Also ist ein riesen, riesen, riesengroßes Herzensprojekt von mir. Ja, dann ist es wieder weitergegangen. Rock Kitchen, unsere Bio-Gewürzlinie. Für mich war es dann immer die Frage: Okay, Sportnahrung gehört irgendwie zur Ernährung dazu. Aber natürlich gehört es auch dazu, dass ich mir in der Küche was Feines koche. Ich ernähre mich ja nicht nur von der Sportnahrung. 90%, 80% beispielsweise vom Eiweiß hole ich mir über die normale Ernährung. Und bei normaler Ernährung, wenn ich was Geiles kochen möchte, dann gehören da geile Gewürze dazu. Und so ist dann irgendwie die Idee entstanden, okay? Es gibt doch wieder viele Gewürze im Markt mit Süßungsmitteln, mit Farbstoffen und so weiter. Das muss doch wieder ohne gehen. Und so ist dann die Idee zu Rock Kitchen entstanden, wo wir unsere eigenen Gewürzmischungen haben, wo wir unsere Standard-Rohgewürze haben, alles in Bio-Qualität, der Großteil, alles sogar aus Österreich, wo es halt geht natürlich. Und da merkt man alleine durch die kurzen Transportwege, man braucht einfach weniger vom Gleichen, weil einfach die Würzkraft so viel stärker ist. Und probier es selbst aus, du wirst merken, richtig, richtig geil. Wir haben auch so schöne Gewürzpakete, wo du das quasi alles zum Vorteilspreis sichern kannst. Perfekt für die, die neu in eine Wohnung ziehen und sagen: Hey, ich will mal eine Grundausstattung in der Küche haben. Rock Kitchen. Ein Herzensprojekt, das wir auch ständig erweitern. Richtig, richtig geil. Und da steht gleich das nächste im Programm. So ist dann auch der Don Rock entstanden. Ich bin leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Ich liebe einen Espresso. Ich liebe eine geile, dicke, dichte Crema auf dem Kaffee. Ja, frisch zubereitet in einer geilen Siebträgermaschine mit einer guten Mühle. Und dann habe ich gesagt: Okay, mein Traum war schon immer, ich will meine eigene Kaffeemarke haben. Und so ist dann die Marke Don Rock entstanden. Und wenn du dir den Kollegen anschaust, der vorne da auf der Don Rock Verpackung ist, ich sage immer, das ist mein Großcousin aus Südamerika. Eigentlich bin ich mit ein bisschen Falten im Gesicht und einem grauen Bart. Ja, unsere eigenen Bio-Kaffee-Mischungen und das Ganze in einer aluminiumfreien Verpackung. Das heißt, ja, umweltschonend und das Ganze, wie gesagt, ohne Aluminium. Ja, und übrigens, da habe ich ganz was Wichtiges vergessen, apropos Aluminium und umweltschonend. Wir haben dann ja vor vielen Jahren auch umgestellt, und da komme ich jetzt dann gleich noch zum nächsten Punkt, dass wir unsere Dosen, wenn du das jetzt nicht siehst, sondern nur im Podcast hörst, unsere hellgrünen Dosen, die haben wir irgendwann dann umgestellt, weil ich gesagt habe: Okay, erstens möchte ich einmal das Design verändern. Es hat Rocksports ist erwachsener geworden. Ich möchte das Design nachziehen.
Und ich möchte einfach weniger Müll produzieren. Und so sind dann unsere schwarzen Kraftpapierbeutel entstanden, die über 80% weniger Müll bei gleicher Qualität ermöglichen. Das heißt, das Produkt ist genauso gut gesichert, aber es entsteht einfach deutlich weniger Müll. Es ist perfekt für unterwegs, weil es einfach deutlich platzsparender ist. Ja, und es schaut auch aus meiner Sicht extrem geil aus. Und alle Produkte haben wir dann entsprechend angepasst. Und das war perfektes Timing, denn kurze Zeit später war dann ein ganz großer Schritt für uns. Und zwar unser Fernsehauftritt bei 2 Minuten 2 Millionen. 2 Minuten 2 Millionen ist das erfolgreichste Startup-Format im deutschsprachigen Bereich. Dort kann man im Grunde sein Unternehmen vorstellen vor Investoren und die entscheiden dann, ob sie investieren oder nicht. Ja, und das war letztes Jahr Ende Jänner die Ausstrahlung von dem Ganzen. Ja, und was soll ich sagen, wenn dir 300.000 Menschen 20 Minuten lang, so lange hat im Grunde die Sendung gedauert, wo ich war, wenn da 300.000 Menschen zuschauen, da geht ja die Post richtig ab im Online-Shop. Also ich kann mich noch erinnern, als wir uns zu Hause dann die Aufzeichnung angeschaut haben, Gänsehaut pur. Es gibt eine eigene Folge vom Rockcast dazu, wo ich beschreibe, was da alles im Hintergrund passiert ist. Kannst gerne reinhören, wenn du mal wissen möchtest, was da alles hinter den Kulissen passiert. Auf alle Fälle eine riesengroße Menge an Sichtbarkeit. Und als junger Unternehmer hat man meistens zwei Dinge zu wenig. Das eine ist Geld, das zweite ist Sichtbarkeit. Und Sichtbarkeit kannst du eben dort kostenlos quasi bekommen. Wir haben dann Anfang Jänner hat sich der Fernsehsender bei uns noch einmal gemeldet und hat gesagt, von allen Sendungen, die ausgestrahlt wurden, wiederholen wir die vier besten und du bist der Erste. Das heißt, wir haben dann eine zweite Ausstrahlung noch einmal bekommen. Das war Anfang Mai. Das hat dazu geführt, dass wir mehrfach ausverkauft waren. Das heißt, während wir nachproduziert haben, ist die Menge, die noch nicht einmal fertig produziert war, schon wieder ausverkauft gewesen. War für mich als gelernter Logistiker natürlich keine schöne Situation, aber am Ende des Tages süße Probleme. Weil wenn man ein Herzensprojekt hat und das dann ausverkauft ist, dann ist das ja ein richtig geiles Zeichen, dass es gut ankommt. Ja, und das war im Grunde dann, es ist vorher schon gut gelaufen und das war dann einfach noch einmal der Switch, wo dann noch einmal richtig Gas gegeben worden ist. 300.000 Menschen, wenn du normal einen Vortrag vor 100 Menschen gehabt hast, das ist schon mal cool. Ein Vortrag vor 1.000 Menschen ist noch cooler, wenn du dann vorstellst, 300.000 Menschen. Ja, das war richtig, richtig, richtig geil. Den Pitch kannst du dir übrigens auf dem Rocksports YouTube-Kanal anschauen oder noch besser auf der Rocksports Webseite, da haben wir das Video eingebettet. Ja, es war ein richtig geiles Erlebnis und ich schreibe gerade an meinem Buch, da haben wir das auch noch einmal verarbeitet. Für mich ein absolut geiles Erlebnis. Ja, und seither geht einfach die Post ab. Sowohl sportnahrungstechnisch, es kommt bald mein Buch raus, es kommen neue Produkte raus, sind in der Produktentwicklung, das Rockprinzip 2.0 startet bald durch, also es kommen so viele geile Dinge, aber alles, was einfach die letzten 10 Jahre passiert ist, ist unglaublich und das, was ich dir jetzt erzählt habe, ist, ich schätze mal 30% von dem, was passiert ist, aber das sind einmal die aus meiner Sicht wichtigsten Dinge, wo auch viele Learnings versteckt sind und die wollte ich mit dir teilen, das heißt, wir sind im Grunde jetzt schon im Jahr 2022 angekommen und jetzt stellt sich noch die Frage, okay, jetzt ist das alles passiert, wie geht es denn weiter? Und ich habe jetzt schon überlegt, ob ich da eine eigene Folge noch dazu mache. Ich habe eine ganz große Vision und enge Freunde von mir kennen das Ganze schon und zwar die Rock World, die Rockwelt und da ist die Sportnahrung ein kleiner Teil davon, da ist Rock Kitchen ein kleiner Teil davon. Da gibt es so etwas wie die Rock Academy, die eigene Weiterbildungsakademie, das Rock Café und so weiter. Also ich will gar nicht zu viel verraten, es ist verdammt viel geplant. Und das ist im Grunde die rüberstehende Mission, die ich verfolge. Und diese lautet, wir begeistern Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Und dazu gehört eben nicht nur das Wissen vom Rockprinzip dazu oder eine geile Sportnahrung, sondern da gehört auch viel Mindsetarbeit dazu und so weiter. Und all das bieten wir jetzt bei Rocksports schon in ein bisschen kleineren Format, aber dazu wird einfach in der Rock World was ganz was Großes kommen. Und das ist im Grunde mein Antrieb dahinter. Das heißt, hinter jedem Posting, hinter jeder Live-Story, hinter jeder Live-Sendung, hinter jedem Rockcast steht für mich diese Mission. Ich will einfach Menschen begeistern, ich will
mein Team, meine Mitarbeiter begeistern. Ich will einfach gemeinsam mit allen die Welt verändern können, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen naiv anhört. Aber ich bin der Meinung, wir können den ganzen Tag jammern und tun, aber das, was wir ändern können, ist das, wie wir selbst am Ende des Tages reagieren oder was wir tun, welchen Beitrag wir leisten. Und das ist im Grunde mein Beitrag. Ich will, dass wir nachhaltiger mit dieser Welt umgehen. Ich will, dass es uns allen gut geht im Sinne von Mindset, im Sinne von Gesundheit, körperliche Gesundheit, mentaler Gesundheit. Da sind so viele Bestandteile dabei. Und all das ist im Grunde für mich die Rockworld. Aber was das noch genau bedeutet, das schauen wir uns in Zukunft an. Da wird noch sehr, 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 sehr viel kommen. Ja, das war im Grunde der Rückblick. Der Rückblick 10 Jahre Rocksports. Und ich möchte einfach noch ein paar abschließende Learnings dir mitgeben, wenn ich jetzt rückblickend schaue und gerade gestern wieder einen Call gehabt mit jemandem, der frisch gegründet hat und gefragt hat, Chris, was würdest du mir empfehlen? Das sind einfach ein paar Dinge. Punkt Nummer 1. Wenn du eine geile Idee hast, die sich gut anspürt, dann setze sie um, starte. Lieber unperfekt starten, wie perfekt warten. Perfektionismus ist nur eine Ausrede. Und das kann ich sagen, weil ich selbst Perfektionist bin, beziehungsweise war. Aber wenn du immer alles perfekt machen willst, dann wirst du dich selbst immer nur aufhalten. Und Perfektion, wenn man sagt, naja, ich habe noch nicht gestartet, ich will es perfekt haben, ist, wenn man es genau betrachtet, Ausrede, weil man einfach lieber nicht starten will, weil falls irgendwas nicht genau passt. Aber ich kann es dir sagen, du wirst nie perfekt sein. Und wenn du glaubst, es ist perfekt, dann startest, gehst schlafen, nächsten Tag stehst du auf und dann fällt da wieder was ein, wie du es verbessern kannst. Das heißt, lieber unperfekt starten als perfekt warten. Starte mit einem 80% fertigen Produkt und die restlichen 20%, die holst du dir dann im Prozess. Das zweite ist, hör auf dein Bauchgefühl. Hör auf dein Bauchgefühl. Ich habe da vorhin das erzählt, ich hätte mir da viel, viel Ärger sparen können, wenn ich von Beginn an schon in der Lage gewesen wäre, auf das Bauchgefühl zu hören, es richtig zu interpretieren. Das heißt, hör da drauf, hör auf dein Herz. Ich kann es nicht erklären, warum, aber wir sind einfach mit unserem Unterbewusstsein, mit unserem Bauchgefühl, mit unserem Herz in der Lage, so viele Dinge aufzunehmen, die unser Bewusstsein nicht in der Lage ist zu verarbeiten. Und deshalb lerne, auf dein Bauchgefühl zu hören, lerne es zu interpretieren. Und das Dritte ist, jetzt haben mir viele Leute immer gesagt, Chris, du arbeitest viel zu viel. Du hast ja gar keine Work-Life-Balance mehr. Ich bin der Meinung, Work-Life-Balance gibt es nicht, sondern es ist eine Life-Balance. Rocksports ist für mich keine Arbeit. Ich arbeite seit 10 Jahren nicht mehr. Ich muss mich nicht motivieren zur Arbeit. Ich muss mich auch nicht motivieren, ob jetzt am Sonntag am Abend, wo vielleicht viele Leute vom Fernseher sitzen, ich halt Rock-TV vorbereite und eine Live-Sendung mache. Seit 2, 3, 4 Jahren mittlerweile, ich weiß gar nicht wie lange. Ich muss mich dazu nicht motivieren. Das ist die große Vision des Rock World. Das treibt mich an. Da weiß ich genau, was ich zu tun habe. Das heißt, such da ein großes Bild, für das du brennst. Dann musst du dich nie wieder motivieren. Das gilt für sportliche Ziele, das gilt für ernährungstechnische Ziele, für unternehmerische Ziele. Du brauchst etwas, wofür du brennst. Ein Nordstern, der dir immer die Richtung anzeigt. Und wenn du dich einmal verlaufst, dann kannst du dich nach oben wieder orientieren. Okay, da ist der Nordstern, in diese Richtung gehen wir weiter. Das ist im Grunde, so würde ich es zusammenfassen. Da denkt man sich jetzt, ja, das ist ja nichts Besonderes. Ne? Ist es auch nicht. Aber man braucht halt oftmals, so wie ich, bin ein bisschen ein Langsamschalter. Ich brauche halt 10 Jahre dazu, dass ich diese Dinge merke und dass ich diese Dinge lerne. Und ich hoffe, das ist jetzt der Abschluss von heute, ich hoffe, dass ich dir mit diesem kleinen Ausflug der letzten 10 Jahre ein bisschen Freude machen habe können, dass du vielleicht die eine oder andere Frage beantwortet bekommen hast und du vielleicht den einen oder anderen Tipp, die eine oder andere Erfahrung für dich auch umsetzen kannst im Sinne eines Learnings oder ich kann da vielleicht sogar ein bisschen Ärger oder Zeit oder Herausforderungen sparen. In diesem Sinne möchte ich dir durch die Kamera, durchs Mikrofon meinen Herzensdank mitgeben. Auch wenn du vielleicht bei Rocksports noch nichts gekauft hast oder sonst irgendwas konsumiert hast, völlig egal. Sobald du irgendwie mit Rocksports, Rock Kitchen, Don Rock in Verbindung kommst, bist du ein Teil von dem Ganzen und da möchte ich dir von Herzen danken. Denn am Ende des Tages bringt das ganze Produkt, das ganze Know-how nichts, wenn es keine Leute gibt, die das begeistert kaufen. Und wir schauen uns regelmäßig die Feedbacks an, die wir von Kunden bekommen und das ist wirklich Gänsehaut, wenn ich weiß,
das, was mir von Herzen her Freude macht, dass das so geil ankommt. Das heißt, von Herzen danke an jede einzelne Person, an jeden Unterstützer, an jede Unterstützerin, an jeden Freund, an jede Freundin, alle, die irgendwie mit Rocksports was zu tun haben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ihr könnt gespannt sein, was die nächsten 10 Jahre alles passiert. Es wird richtig geil. Es warten richtig viele Ideen auf euch. Und auf mich warten viele Ideen, die auf ihre, wiederum auf ihre Realisierung warten. Richtig geil. Und das ist das Geschenk, ja, das mir das Leben macht, dass ich diese Ideen zu Papier bringen kann, dass ich diese Idee in die Realität bringen kann. Ja, das war's. Gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Herzlichen Dank für deine Zeit. Und wenn du Fragen hast, melde dich. Wenn du den Podcast hörst und du sagst, hey, das war irgendwie geil, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts da. Lass uns eine geile Google-Bewertung da, wenn du sagst, hey, jetzt bin ich vielleicht schon länger Kunde bei Rocksports. Lass uns ein cooles Feedback da, wie dir das Ganze gefällt. Auf Google beispielsweise. Das hilft uns wieder in die Sichtbarkeit. Schreib mir Nachrichten, schreib mir WhatsApp, wie gehabt, wie dir das Ganze gefallen hat. Ich freue mich und in diesem Sinne nochmal vielen herzlichen Dank. Wir hören uns spätestens beim 20-jährigen Jubiläum. Und abschließend noch einen herzlichen, lieben Dank an mein geiles Team, dass wir gemeinsam an was richtig Großen arbeiten. Sehr, sehr geil und ohne euch wird das nicht so funktionieren. Vielen herzlichen Dank.